Leute, herzlich willkommen zurück. Duelist of the Roses. Wir farmen Karten. Zumindest haben wir es vor. Wir möchten einmal in der Slot Machine so eine Dreierreihe schaffen. Das wäre super sick. Und da können wir eine der besten Karten des Spiels bekommen. Irgendeine. Wahrscheinlich bekommen wir Dreck, aber hey, wir haben es versucht. Ich bin der Nick. Willkommen zurück. Ja, gegen den Panic, weil der gute Fallenkarten droppen kann. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den hier. Und versuchen ihn so früh wie möglich unter Druck zu setzen. Das wird eine Falle sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir schauen mal nach. Möchten wir nachgucken? Eigentlich ja. Eigentlich will ich nachgucken. Nein, es ist keine. Es überrascht mich gerade ein bisschen. Panic enttäuscht mich. Bruder, was ist los? Das könnte eine Falle sein. Dann machen wir das mal so. Setzen wir ihn mal voll unter Druck. Voll komplett. Das ist mit Sicherheit keine Falle. Ist cool. Aber das ist eine, mein Freund. Die Tränen der Meerjungfrau. Das Problem ist, das hier könnte eine sein. Das bedeutet für mich, ich töte auf jeden Fall den Ryukishin. Und greife ihn nicht an. Damit ich nicht in die Falle laufe. Weil das ist fucking Zoa, okay. Und Zoa ist mir jetzt gerade zu wichtig. Machen wir mal so. Safen wir uns mal mit dem Ding. Ah, ist doch keine Falle. Oh, das war's. Okay. Umso schneller das Duell geht, umso höher ist natürlich die Chance, dass wir, ich sag mal so, eine Dreierreihe bekommen. Eine Dreierreihe wäre sick. Wäre schon ein bisschen geil, ne? Okay. Ich habe mir dazu was durchgelesen, okay? Dass der mittlere ein Hurensohn ist, der rechte sofort anhält. Ja! Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hoffe es. Oh mein Gott. Ah! Sorry, ich bin gerade ein bisschen am Ausrasten. Okay. Was hat der? 982. Okay, da muss ich drauf achten. So, jetzt gucken wir uns mal die Karte an, was die kann. Verzauberter Speer, ich habe keine Ahnung, Alter. 40 Deckkost hat das Ding. Im Kampf zerstörten fehlen wir uns automatisch schon. Was? Die gegnerischen Angriffseffekte werden außer Kraft gesetzt. What? Okay. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Okay. Ja, das war leider blöd, weil er keine Fallen gelegt hat. Wir machen das nochmal. Schade, dass die Karte nicht so gut war. Aber die hat 40 Deckkost, die können wir reinkarnieren. Ich habe auch mal nachgeguckt, wie viel Deckkost so die Feldzauber haben und die haben 30. Das bedeutet, wenn wir Glück haben, können wir mit der Reinkarnation einen Feldzauber bekommen, den wir brauchen.
Ist entweder Umi oder Ödnis. Oh, shit. Und darum spielt man Fallen und Zauberkarten, Leute. Einfach um das Deck auch auszudünnen. Ja, ist einfach klug. Oh. Okay. Na dann greife ich mal an. Ist kein Problem. Du magst erstmal nichts mehr. Ja. Wir schwächen ihn erstmal ein bisschen. Gehen sehr offensiv mit den Fallen um. Shadow Spell hätte ich nochmal gerne. Eine unglaublich starke Falle. Wieder keine Falle. Also der Typ enttäuscht mich gerade. Oh, er wird mich angreifen. Ja. Kleiner Drecksack. Oh, der Sensenmann sogar. Der hätte mir die Falle nicht mal was gebracht, ne? Nicht schlecht. Aber ich kann dich auch angreifen. Hat er wohl nicht bedacht. Ja, die Karte interessiert mich eigentlich gar nicht. Der Sensenmann juckt mich nicht die Bohne. Ja, killen wir den mal. Nicht, dass er mir gefährlich wird. Theoretisch könnte er mich killen. Ah, nee, ich habe dann noch mein Shadow. Mein Shadow Spell habe ich ja auch noch. Oh. Oh, die ist stark. Die ist, glaube ich, bis 4000 ATK. Töte die. Habe ich ein Dunkelheitsmonster? Nee, habe ich nicht. Leben am Limit hier vorne. Wow. Hier geht's ganz schön ab. Aber er hat halt nur aus die Säurefallgruppe gespielt. Und ansonsten keine andere Falle, ne? Ist halt blöd. Ja. Okay. Aber wir machen das ja auch, um Karten reinkarnieren zu können und alles, ne? Ja, wie gesagt, das meiste davon werde ich auch offscreen machen. Einfach nur die Slotmaschinen aufzeichnen für euch. Ne, wie ihr es am Anfang der letzten Folge gesehen habt. Das fand ich ganz gut. Ja. Hier haben wir... Oh, jetzt bin ich gerade überlegen. Bringt das was?
Nein. Schade. Das wusste ich nicht. Versuch es wert, ne? Okay. Jetzt könnten wir theoretisch nochmal Pegasus. Pegasus ist halt krass. Ich würde sagen, wir machen Pegasus im nächsten Part und jetzt nochmal Bennett Keefe. Wir hoffen, dass wir noch. Ein begrenzter Entferner wäre noch geil. Das wäre wie Wasserchor, nur für unsere Maschinen. Das wäre echt super geil. Wir können das auch so machen, dass wir die Maschinen zum Angriff benutzen und die Wassermonster zu Death oder so, ne? Ja. Und wir bräuchten mal einen anderen Deckmeister. Der triggert mich. So, holy shit. Wird er das angreifen? Direkt? Nee. Macht er nicht. Nee. Yo. Alles klar. Okay. Jetzt könnten wir am Friedhof schauen. Zweimal Maschinenumwandlungsfabrik. Not bad. Machen wir das so. Sorry. Er wird mich angreifen, oder? Wird er das machen? Ja, tatsächlich. Oh. Das Ding ist so gemein, ne? Das Ding will ich auch haben. Das ist cool. So, da kommt was. Und ich kann nichts tun. Ich habe ein Problem. Gerade habe ich ein Problem. Ich warte noch einen Zug. Cyber Commander. Das ist auch eine coole Karte. Die Karte links besiegen wir nicht. Safe nicht. Die müssen wir mit einer Falle jetzt aufhalten. Sonst haben wir ein fucking Problem. Ja, die eignet sich doch ganz gut. Ihr Friss. Das Gute an Bennett Keefe, der hat keine Fallen. Beziehungsweise er benutzt sie einfach nicht. So, knallen wir das Ding an die Wand. Ihr merkt schon, wir haben viele Slot Machines am Start. Roboterritter. Not bad. Okay. Dadurch werden alle seine Maschinen stärker, die er auf dem Feld hat, ne? Das ist nicht so gut für mich.
Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Okay, wenn da jetzt noch ein Roboterritter gelegen hätte, dann wäre es nicht so geil gewesen. Zielt auch nichts, ne? Ah ne, warte, das ist dumm. Ich habe so auch noch auf der Hand. Jetzt muss er da weg. Oh. What? Der Roboterritter muss weg. Dieses Scheißvieh muss weg. Und zwar sofort. Ja, darum ist Feldzauber immer cool, Leute. Kann man sich einen Vorteil holen. Und zwar instant. Aber er setzt mich gerade unter Druck hier, ne? Das Duell dauert schon ein bisschen länger, als ich erwartet habe. Okay. Ich glaube, wenn wir sowas wie die Slotmaschine kriegen würden, in der Dreierreihe, wäre das nochmal was ganz was anderes. Weil die Karte teurer ist, wisst ihr? Ah, Menschfresser Hai wurde befördert. Heißt, wir könnten den jetzt als einen Deckmaster benutzen, was aber nicht wirklich Sinn macht. So. Das ist gut. Oh. Ja. Oh. Das Exodia-Bein. Schade. Das bringt mir halt nichts. Ne? Weil wir bräuchten alle 5 Teile. Und das... Nee. Ja gut.
Im nächsten Part. Leute, machen wir Pegasus. Wir versuchen es, okay? Wir versuchen es und ich kann nichts garantieren, weil der Typ... Guckt euch seine Deckkost an, Alter. Wir haben keine Feldzauber, wir haben nichts. Also eigentlich müsste ich noch farmen in der nächsten Folge, Leute. Es tut mir leid. Wir müssen irgendwas machen. Wir haben Maschinenumwandlungsfabrik jetzt nochmal, ja. Was macht das? Hey, Unterwäldler. Hat er viele Unterwäldler? Nee, ne? Nicht wirklich. Wir haben Exodia-Ballen, ist halt nice. Ja. Okay, haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao.